Ich mach mal sicherheitshalber so lang zu. So, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr Eisen finden. Zusätzlich zu den Dias, klar. Für eine weitere Eisenhacke. Wäre sehr angenehm. Wäre sehr, 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 sehr angenehm. Ich hasse dieses Geräusch. Das war gerade ein richtig guter Gang. Noch ein oder zwei davon wären richtig, richtig geil. Und ich glaube, ich brauche eine andere Musik für... Oh, leck mich doch am Arsch, da sind gleich wieder welche. Yay! Was ist denn jetzt los? Haben wir jetzt wirklich Glück? Jetzt ärgert es mich fast, dass wir nicht mit Glück auf der Spitzhacke abbauen, weil das wären unfassbar viele Diamanten jetzt. Das würde wahrscheinlich schon für zwei Rüstungen reichen. Und Eisen, danke. Vielen, vielen... Ich darf mich nicht beschweren. Ich wollte ein weiteres Eisen. Ich habe ein weiteres Eisen. Bitte mindestens 5. Ich hätte meine Fresse halten sollen. Ich hätte einfach meine dumme Fresse halten sollen. Als ob das jetzt 1 ist. Zwei, drei und nochmal Eisen. Jetzt nochmal zwei Eisen mehr und ich hätte wenigstens zwei Spitzhacken, aber... Okay. Joho. Spitzhacke Nummer 2. Geile Scheiße. Ich gehe mal kurz nach oben. Ich habe erst überlegt, ob ich hier einen Ofen aufbaue, aber ich will die Dias, die wir gerade haben, schon mal in Sicherheit bringen. Was total bescheuert ist, wenn ich sterben würde und die deshalb verliere, hätte ich sie sowieso verloren, weil ich tot bin. Ne? Wir haben noch eine halbe Stunde. Das heißt, wir werden diese Challenge ziemlich sicher schaffen. Uns fehlen nur noch 11. Was sind denn 11? Weißt du, das ist nahezu lächerlich. Und ich habe wirklich die komplette Kohle verballert. Was ist denn hier? Neues Holzfarmen ist jetzt nicht. Ich hätte nicht so viele Fackeln machen sollen, glaube ich. So, hohoho. Rein theoretisch noch 2 Dias, dann hätten wir die Rüstung schon mal. Wäre klug. Eigentlich wäre es wirklich insane klug, das schon zu machen. Es wäre auch insane klug, sie schon mal im Bett zu bauen. Aus dem Material, was wir hier bekommen. Waren oben Schafe? Ich bin mir nicht sicher. So, mal kurz Melone futtern. In der Zeit ist dann hoffentlich das Eisen durch. Und dann sollten wir vielleicht das nächste Mal, wenn Tag ist, nochmal einen Dschungelbaum komplett fällen. Für noch mehr Kohle. Dann würde ich gerne hier nochmal, dass wir da auch auf 16 kommen. Das ist uns safe. Das heißt, wir haben so oder so auf jeden Fall Melonen wieder auf Vorrat. So, noch eine Spitzhacke.
dann kann ich jetzt nämlich auch erstmal wieder mit Eisenspitzhacken arbeiten. Das ist mir trotzdem lieber als die Steinspitzhacken. Auch wenn es sparsam ist, Stein kriegen wir mehr als genug, aber wir haben ein Ziel zu erfüllen. Und ich möchte dieses Ziel auch erfüllen. Lieber hätte ich nochmal 3 bis 6 Dias mehr, sodass wir halt 2 Spitzhacken hätten. Bei der Axt ist es mir relativ, eigentlich die Axt könnten wir uns schenken. Axt aus Eisen meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Redstone müssen wir dann auch noch komplett abarbeiten. Alles was wir hier so liegen lassen haben, 1, 2, 3, würde ich nämlich sehr, sehr gerne mitnehmen schon mal. Einerseits für XP, andererseits auch für irgendwelche automatischen Farmen. Und das ist momentan ja sowieso bloß Nebenprodukt. Wir suchen es nicht aktiv, wir suchen weiterhin unsere Dias, aber finden halt nebenbei immer ein bisschen Redstone. Nee. Elf Diamanten. Ich bin so ein Lacker. Ich bin so ein verfluchter Lacker. Es sind jetzt auf jeden Fall allerhöchstens noch 9. Allerhöchstens. Noch 8, 7, 6. Ich bin sehr glücklich. Ich bin gerade ein sehr, sehr, sehr glücklicher Mensch. Eins, zwei, drei, hier in der Ecke. 6 Diamanten. Die könnten wir rein theoretisch schon in diesem Gang haben. 6 Diamanten kannst du relativ gut in einem einzigen Vorkommen finden. Was willst du mehr? Da haben wir doch einen sehr, sehr soliden Grundstein für unsere Hardcore-Welt jetzt gelegt. Wir können ziemlich sicher sein, dass wenn wir angegriffen werden, dass wir halt nicht sofort sterben. Verzauberung wäre dann halt langfristig der nächste Schritt. Wobei ich Verzauberung eigentlich ganz gern wieder über Villager machen würde. Ja. So, hier haben wir mal nichts. Ist auch okay. Ich beschwere mich überhaupt nicht mehr. Ich fühle mich gerade tiefenentspannt. Eigentlich müsste mein Puls gerade nochmal runtergehen auf, keine Ahnung, 77. Leck mich am Arsch. Ist das schon das letzte Vorkommen, was wir brauchen? Es könnte halt sein. Okay. Dann machen wir es eben so. Ist vielleicht die Pulsquelle einfach eingeschlafen? Ich guck gleich mal. Ich finde es schon komisch, dass sich der nicht verändert. So, noch 10. Also 10 Blöcke. 6 Dias.
Wobei ich dann trotzdem, glaube ich, jetzt noch ein bisschen weitermachen würde. Zumindest bis diese eine Hacke hier weg ist. Falls halt wirklich noch ein paar Dias extra bekommen. Für eine Zusatzhacke, das wäre halt echt nicht schlecht. Beziehungsweise wir brauchen... Warte, ich will keine Lüge sagen. Wir brauchen noch generell noch mal zwei mehr. Für einen Enchantment Table. Den müssen wir natürlich auch noch mit einrechnen. Das hier ist praktisch bloß der Enchantment Table. Gut, mehr ist da auch nicht. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir müssen Minimum auf 13. Wir brauchen jetzt noch 6. Kein Problem. Wie gesagt, 6 Diamanten kann man rein theoretisch relativ sicher in einer Quelle bekommen. Wenn man halt mal eine volle Quelle bekommt. Hier ein bisschen Lapis, auch nice. Das nehmen wir, wie gesagt, alles auf dem Rückweg mit. Lapis, Gold und Redstone. Wir laufen einfach alle Gänge nochmal ab. Und solange ich meine 2-Wochen-Phase habe, würde ich vielleicht einfach die Streams mit Medieval teilen. Entweder wöchentlich tauschen oder wir machen ja Donnerstag und Freitag, dass man eine Woche Donnerstag Medieval, eine Woche Freitag Minecraft und die Woche darauf dann einmal tauscht. Weil freitags ist halt immer ein bisschen länger. Warte, das wollte ich zum Schluss machen. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall hier kein Projekt, was wir nach diesem Stream komplett beenden, sondern das machen wir immer wieder peu à peu. Und wie gesagt, wenn mal eine Zeit lang keine Folgen kommen, dann bitte einfach nicht sauer sein. Oder die anderen 3 Staffeln schauen. Damit habt ihr zu tun. Das sind etliche Stunden. Komm schon, 6 Dias. Kommt zu Papa. Ich mache mir nicht mal Sorgen wegen der Zeit. Die Zeit läuft zwar, aber es ist noch genug Zeit da. Wenn ich überlege, was wir in der Zeit bisher geschafft haben, sollte das easy machbar sein. Easy peasy. Ich höre schon wieder Lava. Das macht mir immer ein bisschen Angst. Hallo Gold, nehme ich gerne mit. So, in diesem Gang wieder keine Dias. 1, 2, 3. Doch, passt. 2, 3. Wird kurz dunkel. Eigentlich müsste man das komplett im Dunkeln machen, weil dann stechen die Diamanten viel besser raus. Komm schon, wir sind so auf der Zielgeraden. Das kann sich nur noch um 1 bis 2 Gänge handeln. Viel mehr dürfte das nicht mehr sein. Also spätestens, wenn bei den Fackeln der 30 steht, haben wir die Dias voll. Bin ich mir sicher.
Aber vielleicht sollte ich jetzt keine allzu großen Töne spucken. Am Ende haben wir jetzt so eine richtige Durststrecke, wo einfach Chunk lang nichts mehr kommt. Oder wir sterben gleich in Lava. Aber dann war es das mit dem Hardcore-Projekt. Wenn ich jetzt sterbe, dann mache ich nicht mal mehr Neues. Bin ich ganz ehrlich. Dann muss das ein Zeichen sein. Komm schon. Ich glaube, das wäre der einzige Pluspunkt, warum man das Projekt generell unterirdisch machen könnte. Überall, wo du halt ausbaust, weil du Platz brauchst, wirst du immer wieder Diamanten bekommen. Ja, Mann. Vielleicht bleiben wir doch unterirdisch. Also jetzt nicht hier, aber so grundlegend dann. Weiß ich noch nicht. Wäre halt eigentlich mal wieder cool. Das haben wir in der Staffel 2 gemacht. Ich wollte das, meine ich... Wollte ich das in Staffel 3 machen? Gab es da das Höhlen-Update schon? Ich wollte auf jeden Fall, als das Caves in Cliffs-Update damals kam, leck mich am Arsch, geil, da wollte ich das nochmal machen, weil sich das halt angeboten hätte mit den Höhlen. 1, 2, 3, 4, doch passt. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich fand es in Staffel 2 schon sehr, sehr geil. Sehr, sehr grindy. Ich weiß noch, diese riesengroße Kuppel, bis ich die ausgehoben habe. Da habe ich sehr, sehr viel auch offscreen gemacht. Hater würden sagen, ja, du hast bestimmt gecheatet. Habe ich wirklich nicht. Ich habe da einfach stundenlang gesessen. Ich glaube, das war auch so ein Zeitraum, wo... Irgendwas war im Eimer am Rechner. Und ich konnte deshalb nicht aufnehmen. Aber ich wollte halt trotzdem zocken. Ich glaube, so eine Geschichte war das. So, hier ist nichts mehr. 3 Stück. Komm. 3 Stück. 1. Das ist jetzt frech. 2, 3. Wir haben die Challenge geschafft. Wir haben die Diamanten zusammen. Dann gehe ich jetzt erstmal die ganzen anderen Erze noch holen, bring das nach oben und entweder suchen wir uns dann trotzdem einfach aus Spaß noch ein paar Dias oder halt auch nicht. Ich finde beides in Ordnung. Haben wir hier was gelassen? Ja, hier ist Gold. Möchte ich bitte auch mitnehmen. Ich hoffe, die Spitzhacke reicht für alles. Es ist doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Kann ich? Wenn es so lange dauert, sollte ich das, glaube ich, nicht mit der Steinhacke machen. Habe ich noch? Nee. Warum gibt es immer noch Leute, und das sind ja im Endeffekt auch bloß Bots, die der Meinung sind, es ist eine kluge Idee, Links zu spammen. Und das ist wieder Best Viewers on bla 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 bla. Gibt es gute und schlechte Zuschauer? Geht es bei diesen Links nicht generell darum, Zuschauer zu kaufen? Und sind es denn dann gute Zuschauer, wenn sie gekauft sind? Ich glaube nicht. So, Redstone, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne. Die Spitzhacke wird nicht für alles reichen. Da bin ich inzwischen leider ziemlich sicher. Da ist nüchte. Da ist nüchte. Hier anscheinend auch nicht mehr. Na, dann könnte die Spitzhacke vielleicht sogar noch reichen. Ich
glaube, hier ist auch nichts. Das war, glaube ich, da, wo Lava ist. Ja, nee. Ich futter mir mal eben was rein. Nein. Komm mit Fackel. Wir sind Freunde. Hier war... Ich wollte gerade sagen, hier war auch nichts, aber hier ist Redstone. Geil. Das war das. Bei Redstone grabe ich nicht aus, ob da noch mehr sein könnte. Ne? Das so wertvoll sind sie nicht. Das spare ich mir mal. Hallo Gold. Ich werde mir sowas von einer Uhr craften. Grundsätzlich zwar ein super unnötiges Item, aber momentan fühle ich sie schon sehr. Gerade wenn wir halt doch relativ viel Zeit noch unterirdisch verbringen aus Sicherheitsgründen. Weißt du, wie ich meine? Einfach, ich könnte hier unten bleiben, immer wieder mal auf die Uhr schauen und sagen, okay, wir brauchen jetzt sowieso noch nicht hoch, weil es ist Nacht. Oder, oh, es wird langsam Tag, wir sollten langsam hochgehen. Dafür sind die dann schon super praktisch. Super praktisch wäre jetzt auch noch ein bisschen Eisen. Vielleicht nutze ich die restliche Zeit zum Strip-Minen auf einer anderen Ebene, um wirklich noch ein bisschen Eisen zu bekommen. Grundsätzlich würde ich nämlich auch so eine Reise erst anfangen, wenn wir Minimum ein Stack Eisen einfach auf Tasche haben. Da ist nichts. Gut, wir gehen wieder hoch. Und ein Stack Eisen ist halt echt machbar. Nicht mehr in 10 Minuten. Ist da was nachgewachsen zufällig? Schaut nicht so aus. Nicht mehr in den 10 Minuten, die wir jetzt noch haben. Aber grundsätzlich. Ein Stack Eisen, bevor man die Reise antritt, ist nicht verkehrt. Nee, ich verwende mal meine letzte Kohle noch nicht. So, zwei für den Enchantment Table lassen wir gleich da. Wir haben eine Hose. Einen Harnisch, einen Helm, ein paar Schuhe, eine Spitzhacke, eine Axt, eine Schaufel und ein Schwert. Ich fühle mich verdammt gut. So, das hier lasse ich jetzt einfach mal als Ersatzwerkzeug drin. Das hier arbeite ich mal gleich zu Blöcken um. Um Platz zu sparen. Außerdem sieht es geiler aus. Ciao. Ich wollte ja nur mal gucken. Dann würde ich... Weißt du was, wir arbeiten das hier noch auf. Ich habe die genaue Y-Koordinate gerade nicht im Kopf. Ich glaube, es war irgendwas um 13 oder 20. Ich würde mal hier strip mal nach Eisen. Noch ein paar Minuten.
So. Selbes Prinzip wie beim Diamant. Wir machen immer so 25er Gänge, beziehungsweise insgesamt ja 30. In der Hoffnung, dass wir halt wenigstens ein kleines bisschen Eisen bekommen. Hier ist es ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass wir zeitgleich auch Kohle finden. Oder irgendwelche Scheißsteine, die wir sowieso nicht brauchen. Sowohl als auch. Damit können wir uns so richtig schön das Inventar zuklumpen. Geil. Da hab ich Bock drauf. So, kein bisschen Eisen. Sehr erfolgreich. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Vielleicht ja in die Richtung. Sehr geil, ich mache trotzdem erst den Gang zu Ende. Und würde dann dieses Eisen nehmen, um direkt eine Eisenspitzhacke zu machen. Ich möchte nämlich für so einen Blödsinn wirklich nicht die Dierhacke verschwenden. Andererseits ist es egal. Jetzt nochmal 3 Diamanten zu suchen. Sind wir mal ehrlich, wäre weder schwer noch schlimm. So, dankeschön. Dann ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Noch mehr Eisen, geil. Yo, wir sind hier auf jeden Fall richtig, um Eisen zu farmen. Dann ist es auch generell genau der richtige Gang zum Strip-Minen, um uns vorzubereiten auf eine Reise. Und ich würde gegebenenfalls einfach sowohl Discord als auch YouTube-Kommentare so ein bisschen abwarten. Ist natürlich super, das jetzt praktisch in der letzten Folge von der Aufnahme zu sagen. Worauf ihr so Bock hättet? Wollen wir eher, keine Ahnung, eine Ozean-Challenge? Wollen wir eher unterirdisch? Ich bin tatsächlich für alles offen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm. 2 so Gänge machen wir noch. 1, 2, 3, 4, passt. 2 so Gänge machen wir einfach noch schnell. Oder wir machen, bis die Fackeln ja offhand leer sind. Nee, wir machen noch 2. Also den und gegenüberliegend. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich muss ja das Eisen auch noch in die Öfen schmeißen. Wobei vermutlich ein Ofen dafür reicht. Glaube nicht, dass wir jetzt mit 2 Stacks hochgehen. Wenn es gut läuft, ein halber. Denke ich. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Ich habe nicht mitgezählt. War ja doch ein bisschen was. Ein Viertel. Ja. Das heißt rein rechnerisch. Nach den Gängen mit einem halben. Rein rechnerisch. Ist das, wie Wahrscheinlichkeitstheorie funktioniert? Ich glaube nicht. Was das betrifft, war ich in der Schule wirklich schlecht. Und ich muss diesmal auch wirklich aufpassen, dass wenn diese Dierhacke kurz vor kaputt ist, dass wir die trotzdem aufheben und mit Mending verzaubern. Da müsste ich nämlich nicht mal neue Diamanten farmen. Okay, ich bin jetzt frustriert, ich mach doch noch einen Gang. Ich will nicht nur mit 17 Eisen da hochlaufen. Das wäre dann doch irgendwie sehr lächerlich.
Oben die Creeper, Skelette und so, die würden mich alle auslachen. Die würden sagen, was bist denn du für ein Keck? Und sie hatten halt recht damit. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Komm schon, gönn Eisen. Bitte Minecraft, gönn Eisen. Es reicht mir nicht, dass ich mir Eisen an der Rüstung gespart habe. Gönn Eisen. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Warte, hier muss ich gleich gucken, weil sonst vergesse ich, wo das war. Nicht mehr? Meh. Ja, immerhin hier noch ein bisschen mehr. Okay, sehe gerade, Nashi lebt noch, der spielt Need for Speed. Streamt Nashi noch? Der war früher so oft dabei und der war auch super aktiv auf Twitch. Das würde mich wirklich interessieren. Ich weiß nur relativ sicher, dass er gerade nicht zuschaut. Sonst hätte er schon längst Hallo gesagt. Vor allem Nashi ist halt wirklich Tag 1, ne? Mach ich die Fackel noch weg? Ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. 1, 2, 3, 4. Das geht schnell. Es geht halt wirklich schnell, also scheiß drauf. Die zwei Gänge hier noch ausgraben, hier ist aus dem direkt nochmal Eisen. Es hat sich ja auch sofort gelohnt. Wir werden belohnt dafür, dass ich doof bin. Das hier scheint ein Gang mit richtig viel Eisen zu sein. Cool, ich freue mich. Was willst du mehr? Ich glaube, das Spiel hat gemerkt, dass ich eigentlich aufhören will für heute. Dachte sich dann aber so, nee, komm mal zurück. Ich behalte dich noch ein bisschen hier. Ich ziehe dich praktisch in meinen Bann. Ich hasse Kies unterirdisch. Immer Abfuck. Immer ganz, ganz großer Abfuck. Ich habe nichts gesagt. Gut, der Aufriss jetzt für ein Eisen war vielleicht etwas übertrieben. Aber nur zu spät, jetzt habe ich den Aufriss halt schon gemacht. Dann können wir hier das Eisen erstmal alles abbauen. Es soll sich ja auch ein wenig lohnen. Leider halt wirklich nur ein wenig. Dann machen wir hier noch den letzten Gang. Und dann gehen wir wirklich hoch. Schmeißen den ganzen Scheiß alles schon mal in die Öfen. Und wenn wir uns das nächste Mal in Minecraft wiedersehen, ist das halt alles gemacht. Das heißt, wir können uns dann voll und ganz auf irgendetwas Neues konzentrieren. Mehr Dias. Zuckerrohr. Genug Bücherfarmen gegebenenfalls einfach schon mal für einen kompletten Enchantment-Table. Vielleicht kümmern wir uns um Dorfbewohner, wer weiß. Vielleicht stehe ich aber auch einfach nur irgendwo rum und gucke mir die Gegend ein bisschen an. Nicht mal mit Bewegung, ich stehe wirklich einfach nur da und wir gucken gemeinsam. Eigentlich bin ich AFK, ich bin nicht mal da, die Tonspuren nehme ich einfach vorher schon auf. Ihr werdet das nicht merken. Es ist nicht mein Video, es wird einfach nur ein Standbild sein. Das fällt euch aber erst auf, nachdem da 3 Stunden lang Tag war.
So eine Geschichte wird es. So, pass auf, wir haben 42. Wir schmelzen 50 ein. Davon schmelzen wir die 32 ein. 50 von. Wir schmelzen 40 ein. Das können wir komplett aufräumen. Ich mach mal Baublöcke hier oben rein und unten den restlichen kleinen Scheiß. Den restlichen Kladderadatsch sozusagen. So, dann ist es wenigstens halbwegs sortiert. Das kommt hoch, das bleibt unten. Hieraus machen wir direkt nochmal ein paar Blöcke, auch wenn es nicht viele sind. Oh, ich könnte einen Kohleblock machen. Wenn ich wollte. Will ich aber nicht. So. Das ist für mich ausreichend sortiert. Ist es gerade Tag? Ja, dann schauen wir noch ganz kurz nach unserem Weizen. Wäre nicht verkehrt, davon schon einen Vorrat zu haben, wenn wir anfangen, Kühe zu züchten. Da sollten wir vielleicht beim nächsten Mal da auch wirklich schon mal große Felder anlegen. Das hier war ja nur, dass wir für den Anfang überhaupt irgendwas haben. Ich habe jetzt die Hacke nicht dabei, oder? Nee. Sonst hätten wir ein bisschen erweitern können. Machen wir einfach beim nächsten Mal. Das war knapp. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Minecraft in der nächsten Aufnahme. Dann nicht mehr im Jubiläumsstream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es. Ich fand's geil. War wirklich schön, mal wieder in Minecraft drin zu sein. Und ja. Bei YouTube. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, wann das hier läuft. Ich weiß noch nicht mal einen Tag. Ich hoffe, es ist zeitnah und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ihr müsst nicht allzu lange auf die nächste Folge warten. Macht's gut, schönen Tag und im Stream geht's jetzt noch weiter. Ciao, ciao.